Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge. Und wir sind ja gerade nach Hause gekommen von unserem Date. Und was ich vergessen hatte letzte Folge, ist die Babybetten zu verkaufen. Deswegen machen wir das jetzt. Tschüss und tschüss. Das Geld braucht... die hat sogar 300 gegeben. Oh, das nehme ich gerne. So, und sie wird auf jeden Fall noch was essen gehen, bevor sie schläft. So, gute Nacht. Und, oh mein Gott, ich glaube, er stirbt gleich. Was zur Hölle? Kannst du bitte auf Klo gehen und duschen und dann kannst du dir was zu essen holen und ja, dir geht's ganz gut eigentlich. Du könntest pieseln gehen, ja. Und du hast auch Hunger. Du musst auch pieseln. Dann geh du mal. Und du musst auch was essen. Und euch geht's tipptopp eigentlich. Ihr könntet aber trotzdem einfach mal schlafen gehen. Denn, ja, nachts ist immer halt so eine Sache. Ne? Da würde ich gerne lieber vorspulen, als dass ihr da lernt. Um 4 Uhr nachts sind dann auch endlich mal alle im Bett. Schön, dass das erst so spät so der Fall ist. Top, auf jeden Fall. So, und ihr geht jetzt alle zur Schule. Egal, was ihr so zuvor getan habt in eurem Leben. Das Kind ist wach. Das ist okay. Das lernt einfach mal denken. So, und ihr lernt alle fleißig. Das ist ganz wichtig. So, und ich würde sagen, sie zeichnet einfach mal wieder ein Bild. Sie kann ja ein impressionistisches Gemälde malen. So, sie ist jetzt auch wach. Und sie lernt einfach auch denken. Ich will keine Stipendien. Geh weg. Wir bekommen diese Folge ja wahrscheinlich noch unser Kind. Und die beiden reden miteinander. Und deswegen lernen die jetzt zwei Fähigkeiten gleichzeitig. Ihr seid top, ihr beiden. So, 220 für ein Bild. Cool. Da ist ja noch ihr Schneeengel. Dann sollte sie einfach direkt noch was machen. Weil ich meine, sie hat gerade absolut gar nichts zu tun. Ach, sie will sich übergeben. Achso, sie kann halt das auch noch säubern. Also ich meine, wenn sie fertig ist, kann sie das ja alles tun. Dann kann sie das Gemälde, was sie jetzt gerade quasi anfängt, kann sie das wiederverkaufen. Ihr Leben besteht einfach immer aus demselben Ding. Wow. Level 2 schon. Cool. Oh, die Kids sind von der Schule zurück. Kyle ist jetzt 2er-Schüler. Das ist schon mal ein Anfang auf jeden Fall. Wie geht's euch? Du gehst auf Klo. Du gehst auch auf Klo, aber du gehst erst was essen. Du kannst einfach Hausaufgaben machen. Du machst Fitnessartikel. Und du, wie geht's dir? Du musst auch auf Klo. Und dann kannst du auch Hausaufgaben machen. Sie kann ja mal nach Vorlage malen. Nehmen wir so einen Ausschnitt. Yeah. Huch, wer ist sie denn? Sie sieht normal und hübsch aus. Who is she? Mein Spiel kann nicht mal anhalten. Hilfe. Ich glaube, die ist an die Uni damit gekommen. Ich glaube, die haben sie gestylt, weil es ist schon unwahrscheinlich, dass jemand so gut aussieht. Also bis auf die Piercings, aber die Piercings sehen halt allgemein nicht gut aus. Ja? Aber ich werde sie zumindest sehr benutzen für meinen Save-File, wenn ich dann ein paar Sims erstelle, weil die sollen ja auch okay aussehen. Und sieht doch nicht schlecht aus, oder? Kann man doch so machen. Und vor allem kann man das auch so verkaufen, denke ich. 271, ja. Verdorbenes Essen wird ausgeräumt. Und dann wird gekocht. So, die Kids gehen gleich schon ins Bett. Es geht immer schon wieder alles kaputt. Also ich meine, ne? Das ist neu. Dieser Bestandteil wird häufig an der Robotik-Werkbank verwendet. Das behalten wir. Hey, wer hat das kaputt gemacht? Ich will, dass sie ihr Level abbekommt, bevor sie zur Schule geht. Und dann könnte sie theoretisch... Jawohl. Jetzt kannst du zur Schule gehen. Jawohl. Weil mit Level 3 könnt ihr dann... Einser-Schüler werden. Und das ist natürlich genau das, was wir wollen. So, du kannst gleich einfach brabbeln, 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 brabbeln. Das Ding ist, ich möchte so eine Robotikstation eigentlich haben, aber wo sollen wir die hinstellen? So, sie braucht Spaß. Dann kann sie ja einfach mal Masseneffekt spielen. Oh, er hat Level 3 erreicht. Cool. So, und sie hat schon Level 3 in der Kommunikationsfähigkeit. Yeah, ihr seht auch Level 3. Yeah, Jannis ist Einserschüler. Mein Lieber, du darfst älter werden. Der Kuchen wurde angefressen. Again. So, jetzt ist wieder Wochenende. Jetzt wird es wieder ein bisschen
langweilig für mich quasi, aber das Ding ist, ich muss jetzt halt die ganzen Fähigkeiten hochbringen für die von den Kindern. So, alles Gute zum Geburtstag. Du bist tanzwütig. So, und jetzt tschüss. Hey, ich habe gehört, du und Quinn Mondschein seid jetzt gute Freunde. Du bist immer berühmter. Kein Wunder, dass viele dich kennenlernen möchten. Das ist mein Kind! Was? Also mein Kind sagt mir, dass ich nur mit meinem Kind befreundet bin, weil ich berühmter werde. Ich denke mir so, ich bin aus dem Rampen. Also ich bin nicht berühmt. Geh weg. So. Er müsste jetzt dann auch Level 3 in der Kommunikation erreichen. Genau. Und dann kann er mit Puppen spielen. So, ich habe sie jetzt mal wieder Grillkäse machen lassen, weil sie braucht ja für ihr Bestreben. Will sie ja 10 Stück essen. Und das kriegen wir auf jeden Fall hin. Na, oh, ihr zwei Süßen. So, und jetzt redet über Grillkäse, bitte. Grillkäse ist so geil! Ah, ja. Yeah. So. Es fehlen nur noch... Also, wenn sie das gegessen hat, fehlen nur noch 4 Grillkäse. Und dann... weiß ich nicht, womit es weitergeht. Gucken wir mal. Dann... 10 Grillkäse... 10 Grillkäse-Sandwiches von ausgezeichneter Qualität essen. 3 Gruppenmahlzeiten Käse-Sandwiches zu bereiten. Das kriegen wir easy hin. Mit 5 verschiedenen Sims über Grillkäse reden, jo. Easy. Also das hier, sie kann ja richtig gut kochen und so. Deswegen kriegen wir das auch hin. Passt. Sie soll, die beiden Kinder gehen jetzt wieder schlafen. Als ob das Klo kaputt ist. Schon wieder. No. Ich kann wieder nicht schnell vorspulen, weil... Ivan hier ist. Boy. Jetzt macht er wieder alles kaputt. Ich heule. No. Er hat sich eingepinkelt. Super. Kannst du aufwischen, bitte. Die Spielekonsole ist ebenfalls kaputt. Mutti hat viel zu tun. Bitte einmal säubern. Post. Ach, es ist immer so viel auf einmal, ne? So, Rachel ist fast soweit. Sie muss nur noch Bewegung auf Level 3 bringen. Leo braucht noch Fantasie und Bewegung. So, es war nicht so viel in der Post, aber egal. Geld ist Geld, ne? Theoretisch... Oh, morgen ist Tag der neuen Fähigkeit. Theoretisch könnte man morgen... morgen. Irgendwie die Tage mal... mal wieder einen Gelegenheitsdrop machen. Oh, wir nehmen das. Das ist von unserer Tochter. Das ist, glaube ich... Ja, das ist, glaube ich, Hazel. Steht da ja nur. Und mit unserer Tochter möchte ich natürlich gerne zusammenarbeiten, ne? So, das beginnt um 19 Uhr. Okay, also gleich. Sie ist zwar übermüde, aber... Psch, das passt schon. Du kannst nicht mehr... Du hast 10 Minuten, Bruder. Ups. Das ist nicht passiert, ne? Huch. So, Melody ist zur Arbeit. Juhu. Lass er ins Zimmer Frost schwimmen gehen. Wer? Quinn! Geh da sofort raus! Es ist schön, dass sie selbstsicher ist davon, aber don't do this! Ah, irgendwer hat den Tisch gedeckt. Wie süß! Das ist so eine süße Interaktion, dass man das halt so machen kann, ne? Ha! Ein großer Erfolg. Melody ist nicht nur irgendein Liebesguru, sie ist der Liebesguru. Ihr Vorschlag, eine dampfende Dusche zu nehmen und ein paar Herzkekse zu teilen, hat sie bezahlt gemacht. Noch bevor das nächste Date vorüber war, war Hazel verlobt. Okay, das nenne ich mal eine schnelle Wende. Hazel hat Hazel hat Melody ein gutes Trinkgeld gegeben. Alles im Namen der Liebe. Oh, die Mama hat das gut gemacht. Okay, bitte ganz schnell schlafen. Bitte geh ganz schnell schlafen. Bitte geh ganz schnell. Bitte, 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 bitte. Kannst du bitte schlafen gehen? Ja! Als ob die wehen jetzt. Oh nö. Wir sind bei L und R. Okay. Ab ins Krankenhaus. Wir machen natürlich mit. Aber wir gehen alleine. So. Geh bitte nach oben. Hier ist der schon. An Empfang anmelden, bitte. Wehe, du brichst dorthin auf dem Weg zusammen. Das wäre nämlich sehr unvorteilhaft. Ach, es ist wieder er und er denkt sich so, oh mein Gott, sie kriegt ein Kind. Wir haben auch schon ein Kind zusammen bekommen. Was? Nein, du kaufst keinen Snack. Was ist mit dir? Ey, sie hat 11 Euro ausgegeben. Also Simoleons, aber trotzdem. Oh, hi. Das Ganze beginnt einfach schon mal. Es ist einfach noch niemand da, aber es ist Nobuya. Hatten wir mit ihm nicht schon mal ein Kind? Weil hier steht einfach nur, dass wir befreundet sind. Okay, ich akzeptiere es. Ich glaube, er hat eingesehen, dass eine Liebesbeziehung nichts bringt. Ein Mädchen! Wir nennen sie Sky. Und noch ein Mädchen. Wir nennen sie Tatjana. Als ob wir schon wieder 2 Mädchen bekommen haben, Alter. Wir sind bald mit dem Alphabet durch. Was machen wir dann eigentlich? Wie nennen wir die Kinder dann? Weil das Alphabet geht ja nicht weiter dann. Ich glaube, dann nehmen wir einfach irgendwelche random Namen, die mir halt gerade so einfallen, wo ich mir denke so, das ist voll der schöne Name. Oder man geht einfach nochmal das Alphabet durch. Das wäre natürlich auch eine Idee. So, wir stellen die Kinder jetzt noch um.
denn sie sind leider diesmal wieder nicht im Schlafzimmer gelandet. So, sehr schön. Unsere zwei Mädels. Und damit beende ich die heutige Folge. Wir haben ein bisschen was erreicht. Jetzt nicht krass viel, aber ne, geht halt alles immer so voran. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin und tschüss!